Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es die allererste Runde von Bukopoli in diesem Jahr. Auch in 2023 werde ich mein Bukopoli Board wieder entscheiden lassen, welche Bücher ich eben zum Teil in dem Monat lesen möchte. Es gibt verschiedene Kategorien. Ich denke, ihr kennt mittlerweile Bukopoli alle schon. Ganz unterschiedliche Kategorien, die eben auf unterschiedliche Bücher zutreffen. Und je nachdem, auf welchem Feld ich dann lande, dazu werde ich mir dann eben passend ein Buch raussuchen. Ich würfel insgesamt immer viermal und wenn ich einen Pasch würfel, hänge ich noch einen Wurf hinten dran. Das heißt, man weiß auch am Anfang nicht, wie viele Bücher es letztendlich werden. Bevor wir jetzt aber gleich würfeln, schauen wir noch ganz kurz in den Dezember zurück, wie es denn da mit der Runde Bukopoli so lief. Im Dezember hatte ich mir 5 Bücher erwürfelt und ich muss zugeben, dass es so lala lief. Der Dezember war ein bisschen interessant, sage ich mal. Zum einen habe ich Klausurenphase gehabt. Ich musste einiges lernen. Und dann war eben auch Weihnachten. Und vor Weihnachten ist sowieso immer super viel los mit verschiedenen Veranstaltungen und Sachen, wo man irgendwie dabei ist, Konzerten, wie auch immer. Und deshalb bin ich nicht zu allen Büchern gekommen, obwohl ich eigentlich gerne alle lesen wollte. Aber fangen wir erstmal bei Buch Nummer 1 an. Was ich wirklich gehört habe, wo ich sehr überrascht war, dass das so viele von euch tatsächlich schon kennen, und zwar Schweig habe ich gelesen, beziehungsweise eben gehört. Viele von euch hatten ja gesagt, dass sie das Buch richtig gut fanden. Meine Schwester hatte mir das letztes Mal bei Bukopoli eben aufgetragen, dieses Buch zu lesen, denn es sollte jemand anderes entscheiden. Ich war am Anfang, muss ich zugeben, eher mäßig begeistert. Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel Lust auf das Buch, aber als ich dann eure Kommentare gelesen habe und einige sagten, sie fanden das Buch richtig gut und es war wirklich ein Highlight für sie, da dachte ich mir, okay, dann muss ich es mir wohl wirklich mal anschauen. Ich habe es jetzt gehört und ich mochte es auch wirklich gerne. Ich kann verstehen, dass es so viele echt toll finden. Es geht hier um zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sag ich mal. Eine von den beiden wohnt im Wald und möchte eigentlich mit niemandem etwas zu tun haben. Sie möchte einfach nur ihre Ruhe, sie möchte distanziert von allen leben und da fühlt sie sich wohl. Die andere hat Familie und lebt in der Stadt und jetzt steht Weihnachten bevor und da das Weihnachten vor einem Jahr nicht ganz so reibungslos verlief, macht sich die eine Schwester um die andere so ein bisschen Sorgen und möchte sie einfach nochmal besuchen, ihr das Geschenk vorbeibringen und so weiter. Dieser Besuch geht dann aber nicht ganz so schnell, sag ich mal, wie man vielleicht einen Besuch so erwarten würde, sondern es passiert dort einiges, sie sprechen über einiges und die eine Schwester aus der Stadt kann sie eben einfach nicht da zurücklassen, sie macht sich die ganze Zeit Sorgen und so geht das ganz lange hin und her und hin und her und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, okay, welche der beiden Schwestern ist denn jetzt im Recht, welche übertreibt, welche hat irgendwas zu verbergen und nach bekommen wir dann eben so ein paar kleine Details, die uns helfen, das große Ganze letztendlich dann doch so zu verstehen. Und ich muss sagen, das Ende hat mich sehr überrascht. Da waren wirklich so Psycho-Thriller-Elemente auch mit drin. Zwischendurch war es für mich ein bisschen zu lange, dieses Hin und Her und Hin und Her, dass ich manchmal dachte, okay, jetzt kommt mal ein bisschen zu Potte, aber trotzdem bin ich wirklich froh, dass ich es jetzt gelesen habe. Mal wieder einen Thriller. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wird auch von den zwei Schwestern immer und aus unterschiedlichen Perspektiven eben erzählt. Also man hat hier so ein bisschen Abwechslung mit drin. Mochte ich auf jeden Fall gerne. Ebenfalls gehört habe ich Welch grausame Gnade. Und diese beiden Bücher habe ich tatsächlich auch innerhalb von 2 Tagen durchgehört, als ich gepuzzelt habe. Ich war richtig in Puzzellaune und dachte mir, dann kann ich auch Hörbuch hören. Jetzt habe ich auch die Dilogie von Chloe Gong beendet. Und ich muss sagen, der zweite Teil hat mir unglaublich gut gefallen. Es war super spannend, viel Abwechslung. Es setzt hier direkt an Band 1, also an das Ende von Band 1 an und geht direkt weiter. Man kommt direkt wieder in die Geschichte rein. Und wie gesagt, es ist einfach unglaublich viel, was in diesem Buch passiert. Und das Ende, oh, ich bin noch nicht so ganz einig, ob ich das Ende mag oder ob ich das Ende nicht mag. Falls ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt mir super gerne mal. Würde mich interessieren. Es war schon gut, aber es war halt auch so ein bisschen unzufriedenstellend. Sag ich mal so. Aber ich habe es auf jeden Fall gelesen und fand es echt toll. Das dritte und damit auch das letzte, das ich davon gelesen habe, und zwar The Blood Trader. Das war der dritte Teil von der Prison Healer Reihe und ich habe es sehr geliebt. Ein grandioses Finale der Reihe. Super schön, wie alles sich so aufgelöst hat, wie jetzt alles irgendwie Sinn ergibt, wie die Leute zusammenkommen, wer, sag ich mal, Gewinner ist und wer Verlierer ist. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Eine wirklich spannende Fantasy-Reihe, die mir ab Band 1
sofort zugesagt hat. Also, falls ihr die Reihe lesen wollt, wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, gibt es schon auf Deutsch. Der dritte glaube ich noch nicht, aber kommt noch. Also wirklich, ich bin so unglaublich froh, dass ich das Buch irgendwo entdeckt habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer so davon geschwärmt hat. Ob ich das auf TikTok entdeckt habe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich super happy, dass ich mir den ersten dann irgendwann bestellt habe. Und jetzt habe ich die ganze Reihe schon durch. Und endlich habe ich auch wieder eine Fantasy-Reihe, die ich guten Gewissens immer weiterempfehlen kann. Weil es gibt nicht allzu viele, die mich so richtig begeistern bisher. Aber das ist auf jeden Fall so eine. Und dann gab es noch zwei Bücher, die ich leider einfach nicht weiter gelesen oder gehört habe. Das eine war Babel. Da habe ich zwar kurzzeitig wieder weitergehört, bin aber leider immer noch erst auf Seite 83. Da hatte ich irgendwie einfach nicht den Nerv zu, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die Geschichte wird noch richtig, richtig gut und es gefällt mir auch bisher. Es ist nicht so, dass es mir nicht gefällt, aber das Hörbuch ist halt schon ziemlich, sag ich mal, komplex. Man muss sich sehr konzentrieren. Es sind einfach sehr, sehr viele Dinge, die da irgendwie mit reinspielen und irgendwie hatte ich da im Dezember einfach nicht die Muße zu. Deshalb habe ich das hier jetzt noch nicht beendet. Und ebenfalls leider noch nicht beendet, habe ich She Gets the Girl. Das wollte ich ja eigentlich noch fertig lesen. Und ich bin da ja auch schon auf Seite 100 irgendwas, glaube ich. 108. Von daher super schade, dass ich das jetzt im Dezember doch nicht geschafft habe. Ich habe es mir wirklich vorgenommen. Aber irgendwie auch hier, ich war einfach nicht in the mood für dieses Buch, obwohl es mir eigentlich bisher wirklich total gut gefällt. Aber es gab einfach total viele andere Bücher, die irgendwie Vorrang hatten. Deshalb habe ich diese beiden eben leider im Dezember nicht beendet und werde sie mit ins nächste Jahr nehmen. Jetzt kommen wir aber zu den Büchern, die ich im Januar lesen möchte. Und ich würde sagen, ohne jetzt lange noch vorher zu quatschen, würfeln wir mal und schauen, wo wir landen. Wir starten, wir laufen heute mit Lara Jean und wir haben hier geendet bei Fantasy und Romantasy. Erster Wurf, eine 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neue Autorin oder einen neuen Autor? Ein neuer Autor bzw. eine neue Autorin, da habe ich nicht lange suchen müssen, denn ich habe noch viele ungelesene, sag ich mal, AutorInnen bei mir zu Hause. Und zwar habe ich mich jetzt hier für Funny Feelings entschieden. Da gab es ja eine lustige Story zu dem Buch. Ich habe mir das ja bei der Black Friday Sale-Aktion bei Thalia bestellt und habe dann ein Buch geliefert bekommen, wo einfach ein anderes Buch in dem Buch steckte. Also, hier stand eben nicht Funny Feelings, sondern ein komplett anderes Buch, das ich auch behalten durfte. Das heißt, ich habe jetzt das Cover zweimal, aber nur eins mit dem richtigen Inhalt. Dieses Buch habe ich mir bestellt, weil die Bewertungen durchweg positiv waren und es eine Fake-Dating-Story ist zwischen zwei Freunden. Ich freue mich so sehr darauf. Das vereint einfach meine liebsten Tropes. Und wie gesagt, wenn dann auch die Bewertungen stimmen, dann habe ich da sehr schnell sehr hohe Erwartungen dran. In diesem Buch geht es um Farley Jones und um Maya Harrigan. Ich muss gerade erstmal überlegen, wer jetzt wer ist. Aber Farley ist eben die weibliche Protagonistin und Maya ist der männliche Protagonist, Maya Harrigan. Und Maya hat anscheinend auch eine Tochter. Auf jeden Fall sind Farley und Maya sehr, sehr gute Freunde geworden über die Jahre und verstehen sich wirklich sehr, sehr gut. Sie arbeiten, soweit ich weiß, auch gemeinsam irgendwie. Beziehungsweise Maya ist, glaube ich, irgendwie ihr Manager oder managt irgendwie ihre Karriere. Irgendwie so. Und auf jeden Fall ist er ein ehemaliger Stand-Up-Star, also Maya. Und er hat jetzt die Chance, irgendwie seine Karriere nochmal so ein bisschen zu pushen. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist allerdings, dass er wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit, in das Spotlight sozusagen tritt, wovon er mäßig begeistert ist, einfach auch wegen seiner Tochter und er eigentlich nicht alles so wieder öffentlich machen möchte. Aber anscheinend entscheidet er sich doch dafür, auch wenn da mit diese Freundschaft zwischen ihm und Farley so ein bisschen ja, auf die Probe gestellt wird. Aber anscheinend entwickeln sich auch relativ schnell dann wieder die Gefühle zwischen den beiden. Und wie hinten drauf steht, sind sie jetzt anscheinend irgendwie auch gezwungen, sich zu daten. Also Fake Dating ist, wie gesagt, auch mit dabei. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde, der Klappentext gibt nicht allzu viel her. Aber ich vertraue da den Bewertungen und werde definitiv Ende des Monats berichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dazu kommen werde, weil ich mich da wirklich einfach schon so drauf gefreut habe und weil es jetzt einfach so lange gedauert hat, bis ich das richtige Buch auch hier in meinen Händen halten konnte. Deshalb, wir werden sehen. Dann der zweite Wurf, eine 4. 1, 2, 3, 4. Ein Buch, das mehr als 350 Seiten hat.
Ein Buch, das mehr als 350 Seiten hat, da muss ich auch nicht allzu lange überlegen, denn ich habe echt viele, die etwas dicker sind. Ich habe mich jetzt hier für ein Buch entschieden und ich hoffe wirklich sehr, dass ich es auch wirklich lesen werde, denn es steht jetzt schon eine ganze Weile hier. Und zwar spreche ich von Anemand Crumbs Staubchronik. Dieses Buch habe ich schon so häufig irgendwo gesehen und so viele Leute lieben das anscheinend. Und es hat eben auch mit Bücherliebe zu tun. Die Protagonistin ist eine Protagonistin, die Bücher liebt. Und was kann man mehr mögen? Außerdem ist es unglaublich schön, auch mit diesem Buchrücken hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das Buch spielt 1890. Also es ist auch echt schon ein, sag ich mal, historischer Roman irgendwie. Obwohl es jetzt trotzdem einfach ein Jugendbuch ist, sage ich mal. Und zwar steht hier drauf, dass Kleiderbälle und die Suche nach dem perfekten Ehemann alles ist, was Anemans Mutter eben für ihre Tochter sich wünscht. Doch Annie hat anderes im Sinn, denn sie lebt in einer Welt aus Büchern und bemüht sich, der Realität mit Scharfsinn und Sarkasmus aus dem Weg zu gehen. Allerdings klopft die Realität dann irgendwann an ihre Tür und macht ihr ein Angebot, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Ein Monat in London, eine riesige vollautomatische Suchmaschine, die Umstände der weniger Privilegierten und eine Arbeitsstelle in der Bücherei. Und natürlich Gefühle, die sie bis dahin nur aus Büchern kannte. Ich finde, das klingt wirklich richtig, richtig toll. Das Buch hat 550 Seiten und wie gesagt, ich habe das schon seit Jahren auf dem Schirm, wirklich. Ich habe das schon vor Jahren gesehen und damals dachte ich mir schon, dass es sich so toll anhört. Und irgendwie habe ich es nie gekauft. Irgendwann habe ich es dann gekauft. Jetzt habe ich es hier stehen und habe es trotzdem schon einige Monate einfach liegen lassen. Und deshalb dachte ich mir jetzt, nehme ich es mir mal für den Januar vor. Ich hoffe, dass es mir so gut gefallen wird, wie vielen, vielen anderen auch. Es ist auf jeden Fall auch innen super schön gestaltet, hier oben mit diesem kleinen Detail am Rand. Ich freue mich sehr, falls ihr es gelesen habt, dann sagt mir gerne mal, wie es euch gefallen hat. Ich denke, das Buch kennen echt einige schon, weil es auch einfach nicht mehr das Neueste ist. Ich kann mal gucken, ob das hier drauf steht. 2017 ist das erschienen, also doch schon etwas länger her. Aber ja, ich freue mich sehr, liebe das Cover und hoffe, dass ich da irgendwie im Januar wirklich dazu komme. Der dritte Wurf, eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Adult-Buch. Dann ein Adult-Buch. Da habe ich auch noch einige, die ich unbedingt bald lesen möchte. Ich habe mich jetzt aber für eins entschieden, dass ich wirklich bald lesen muss, weil ich in den Kinofilm möchte. Und ich möchte das Buch eigentlich unbedingt davor lesen. Und zwar spreche ich von, was man von hier aus sehen kann. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, dass da jetzt im Ende Dezember das Buch verfilmt wird und eben, wie gesagt, in die Kinos kommt. Und der Trailer hat mir schon so unglaublich gut gefallen. Und ich habe auch schon einige Stimmen, sag ich mal, gehört, dass ihnen auch der Film total gut gefallen hat. Und deshalb dachte ich mir, nehme ich mir dieses Buch jetzt auf jeden Fall mal für den Januar vor. Ich glaube, das gibt es auch als Hörbuch. Vielleicht werde ich es hören. Mal schauen. Auf jeden Fall klingt der Klappentext sehr skurril, sehr interessant, mal nach was ganz, ganz Neuem. Und zwar geht es darum, dass immer, wenn der alten Selma im Traum ein Okapi erscheint, am nächsten Tag jemand im Dorf stirbt. Es ist irgendwie nie klar, wen es treffen wird. Und davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, davon handelt eben dieser Roman. Vor allem erzählt er aber von Menschen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe ringen, gegen Widerstände, Zeitverschiebungen und Unwägbarkeiten, ohne jemals den Mut zu verlieren. Ich finde, das klingt sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe hier schon unglaublich viel Gutes von gehört. Auch hier habe ich schon sehr viele positive Rezensionen gelesen und deshalb freue ich mich da einfach sehr. Ich finde das immer mega spannend, wenn man ein Buch liest und gleich danach den Film schaut. Ich bin ja jemand, ich bin da relativ, sag ich mal, wie soll man sagen, ich bin da nicht so streng, glaube ich, weil ich finde, ein Film ist einfach wirklich ein komplett anderes Medium als eben ein Buch und ich möchte gar nicht, dass der Film ganz genau das Buch irgendwie versucht zu verfilmen. Natürlich soll es nah dran sein und man muss irgendwie auch verstehen oder man muss irgendwie eine Parallele sehen. Es ist eben immerhin eine Buchverfilmung, aber mich stört das auch nicht, wenn Kleinigkeiten irgendwie geändert werden, wenn Charaktere anders aussehen oder sonst irgendwas, weil ich finde, das ist eben auch so ein bisschen, ja, künstlerische Freiheit, sag ich mal. Und deshalb bin ich da unglaublich gespannt. Ich möchte den Film dann auch im Januar sehen. Und dann ist auch alles hier noch frisch in Erinnerung. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das hier im Januar wirklich lesen werde. Und ja, dann werde ich im Lesemonat von diesem Buch berichten. Und vielleicht schon der letzte Wurf. Eine 5. Dann diesmal gibt es nur 4. 1, 2, 3, 4, 5. YA oder New Adult. Und dann ein YA oder ein New Adult Buch.
Ich weiß nicht, warum ich immer YA und nicht New NA sage. NA klingt irgendwie einfach falsch. Also New Adult oder Young Adult. Hier habe ich mich für ein Buch entschieden, das tatsächlich auch eins der letzten Neuzugänge ist, die bei mir hier ankamen. Und zwar spreche ich von Hot Devils Club. Jack Logan Wyatt Nett. Das ist der erste Sammelband. Das heißt, hier sind zwei Bücher sozusagen mit drin, von zwei Typen wahrscheinlich. Und zwar ist das Buch von Miranda J. Fox, falls ihr das nicht gesehen habt. Miranda J. Fox ist eine Autorin. Ich liebe sie. Ich habe wirklich bisher fast alle Bücher von ihr gelesen und jedes haut mich jedes Mal wieder komplett aus den Socken. Sagt man das? Ich bin jedes Mal wieder begeistert. Ich liebe ihren Schreibstil. Ich liebe ihre Geschichten so, so sehr. Und wenn sie unter dem Namen Miranda J. Fox schreibt, ist es, glaube ich, auch immer einfach ein Liebesroman. Sie schreibt auch Dark Romance, dann aber unter einem anderen Pseudonym, wenn ich da richtig informiert bin. Deshalb glaube ich, dass das hier auch wieder ein Liebesroman einfach ist, ohne jetzt in diese Dark-Schiene reinzurutschen. Finde ich immer ganz wichtig, irgendwie auch zu wissen vorher. Hier werde ich dann am Ende berichten, ob es auch wirklich so war, wie ich es jetzt hier gerade euch erzähle. Aber ich glaube, dass das wirklich eben einfach ein Liebesroman ist. Und ich finde, der Klappentext klingt auch tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich freue mich sehr. Und zwar geht es hier um einen Nachtclub für Studentinnen. Und dieser Club wirbt eben damit, dass sich jeder Gast auf jeden Fall in einen seiner teuflischen Mitarbeiter verlieben wird. In einen sogenannten Hot Devil. Deshalb Hot Devils Club. Die Protagonistin denkt erstmal, wie bescheuert klingt das denn bitte? Aber sie kann ihre Neugier natürlich nicht mehr zügeln und betretet diesen lächerlichen Club, von dem ihre beste Freundin sie so ausdrücklich auch gewarnt hat. Und ehe sie weiß, wie ihr geschieht, ist sie in einem Netz aus Leidenschaft und Lügen gefangen. Und ja, dann passiert es. Sie verliert ihr Herz. Ausgerechnet an den schlimmsten aller Teufel. Ich finde, das klingt einfach unglaublich gut. Und ich finde, das klingt immer zwar so, als würde es in diese Dark Romance-Schiene gehen. Aber wie gesagt, wenn ich das alles richtig verstanden habe mit ihren Autorinnen-Namen, sag ich mal, dann ist das wirklich einfach ein Liebesroman. Bisher haben die Bücher, die ich gelesen habe, waren nie irgendwie so in die spicy Richtung oder so. Was ich sehr an ihren Büchern auch irgendwie schätze, dass sie einfach das anders auch total gut macht. Nicht, dass ich jetzt was dagegen hätte, wenn irgendwie Spice auftaucht. Aber ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr dolle. Ganz kurz, ich gucke hier, ob hier ganz kurz noch dabei steht, über welche Geschichten es jetzt hier sozusagen geht. Teil 1. Ja, genau. Der erste Sammelband enthält erstens Schenk mir dein Herz und dann Schenk mir dein Vertrauen ist das zweite Buch. Also das habe ich mir jetzt für New Adult ausgesucht und bin unglaublich gespannt und hoffe, dass ich dazu dann im Januar kommen werde. Da waren auch noch so coole Lesezeichen hier mit dabei, mit den Namen hinten drauf. Anscheinend gibt es dann auch noch einen zweiten Sammelband, nehme ich mal an, weil denn vorne stehen eben auch vier Namen drauf. Würde ja Sinn ergeben. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich jetzt wieder Nachschub von der Autorin habe und erzähle dann im Lesemonat mehr davon. Ja, und das sind sie also, die vier Bücher, die ich mir jetzt für den Januar erwürfelt habe. Ich bin sehr gespannt, ob ich zu allen von diesen Büchern kommen werde. Wie gesagt, was man von hier aus sehen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das lesen werde. Und Funny Feelings eigentlich auch. Bei diesem Buch, ich hoffe es wirklich sehr, dass ich dazu komme. Ich möchte auf jeden Fall anfangen und ich hoffe, dass wenn ich erstmal angefangen habe, dass es mir dann so gut gefällt, dass ich nicht mehr aufhören möchte. Motiviert mich dann gerne, falls ihr es gelesen habt. Aber ja, vier Bücher sollte eigentlich drin sein. Ich muss im Januar zwar auch noch eine Hausarbeit schreiben und für eine Klausur lernen, also es wird eh schon ziemlich voll. Aber ja, wir werden sehen. Ich hoffe einfach, dass das klappt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir sehr gerne, falls ihr irgendwelche Lesepläne für den Januar habt, welches Buch auf dieser Liste steht. Würde mich sehr interessieren. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Noch einen ganz, ganz schönen Tag euch. Und bis dann. Tschüss.